Theo und der große Bruder. Es ist Sonntag. Theo frühstückt mit Mama und Papa. Er sitzt auf der einen Seite des Küchentisches, Mama und Papa ihm gegenüber auf der anderen Seite. Habt ihr Lust, heute eine Radtour zu machen? Fragt Papa in die Runde. Das ist eine gute Idee, sagt Mama. Ich bin dabei. Theo schüttelt den Kopf. Balda hat keine Lust. Balda? Papa kaut und schluckt. Wer ist das denn? Mein großer Bruder, sagt Theo und beißt in sein Marmeladenbrot. Dein großer was? Fragt Mama. Balda ist mein großer Bruder, sagt Theo. Aha, sagt Papa. Aha, sagt auch Mama. Und wo ist Balda? Bei mir, sagt Theo. Ja, und wo kommt Balda denn her? Fragt Papa und grinst Mama an. Theo flüstert etwas in die Luft. Balda kommt von weit, weit her und er hat euch überall gesucht. Theo sieht seine Eltern streng an. Ihr habt ihn ja einfach stehen lassen auf der Straße. Niemals, sagt Mama. Niemals hätten wir unser Kind allein auf der Straße stehen lassen. Balda hat uns ja nun endlich gefunden, sagt Theo großzügig. Und wie alt ist dieser Balda? Fragt Papa. Das weißt du nicht? Papa schüttelt den Kopf, er sieht etwas ratlos aus. Theo ist empört. 10, sagt er. Er geht schon lange in die Schule. So, so, sagt Papa. Ja, wie sieht er denn aus? Stark, sagt Theo und mampft fröhlich weiter. Sehr, sehr stark. Also, so wie ich? Fragt Papa. Nee, sagt Theo, wie Opa. Nur ohne graue Haare. Ja, aber Haare hat er auch, dein Balda? Fragt Mama. Ganz viele. Theo nimmt sich noch ein Brötchen, obwohl er den Mund noch voll hat. So wie ich, sogar noch mehr. Und warum können wir Balda nicht sehen? Fragt Papa. Oh, ich sehe ihn, sagt Theo. Er schmiert dick Marmelade auf sein Brötchen, legt es auf den Teller und schiebt den Teller rechts neben sich. Hier, kannst du essen, sagt Theo. Wer? Fragt Papa. Na, der Balda, der hat doch auch Hunger, sagt Theo. Kannst du essen, wiederholt er und schiebt den Teller neben sich. Theodor! Wenn du dir ein Brötchen schmierst, dann isst du das auch, meint Mama. Das ist doch für Balda, beharrt Theo. Nicht Balda? Jetzt hör mal auf damit, sagt Papa. Der Balda hat aber auch Hunger und er kommt von ganz weit her. Du mit deiner blühenden Fantasie, sagt Papa und wuschelt Theo durch die Haare. Dann musst du den Balda aber auch durch die Haare wuscheln, sagt Theo bestimmt. Sonst ist er ganz traurig. Ich sehe keinen Balda, sagt Papa und steht auf. Ich will jetzt Rad fahren. Armer Balda, sagt Theo. Papa muss sich erst an dich gewöhnen. Theo steht mit Mama und Papa im Hof. Papa pumpt sein Fahrrad auf. Mama hängt eine Fahrradtasche an den Gepäckträger. Der Balda will nicht Rad fahren, sagt Theo. Der Balda will ins Freibad. Theo schaut so stur aus der Wäsche wie nur irgend möglich. Und deshalb will ich auch ins Freibad. Solange Balda nicht zu mir spricht, darf er auch nicht entscheiden, sagt Papa. Balda und ich könnten mit Opa ins Freibad gehen, schlägt Theo vor. Balda freut sich schon so auf Opa. Theo sieht seine Eltern treuherzig an. Er hat Opa schon so lange nicht mehr gesehen, seit wir Balda damals auf der Straße vergessen haben, klar, brummt Mama und verdreht die Augen. Aber ich habe ihm nicht diesen doofen Namen gegeben. Den Namen habe ich ihm gegeben, sagt Theo. Aber du warst doch noch gar nicht geboren, als Balda geboren wurde. Ja, ich war noch eine Sternschnuppe im Himmel, sagt Theo. Und von oben habe ich euch den Namen geschickt, vom großen Bruder. Ach ja, sagt Papa.
Opa kommt. Theo zeigt mit der Hand neben sich. Das ist Balder, mein großer Bruder. Einen Moment muss Opa überlegen, aber dann kann er sich offenbar an Balder erinnern. Er breitet die Arme aus und ruft, ja, Balder, mein großer Junge, endlich! Theo strahlt übers ganze Gesicht. Opa wiegt eine ganze Menge Luft in den Armen. Das reicht dem Balder, sagt Theo. Vorsichtshalber umarmt er Opa auch. Mama packt die Badesachen und Theo besteht auf zwei Handtüchern. Der Balder und er können sich unmöglich auf ein Handtuch legen, weil der Balder ja groß und stark ist. Tschüss, ihr zwei, sagt Papa. Ihr drei, verbessert Theo. Am Eingang des Freibades zeigt Opa die Dauerkarte für sich und Theo vor. Die Kassiererin winkt sie durch. Wir brauchen aber noch eine Karte für Balder, sagt Theo und bleibt stehen. Wie alt? Fragt die Frau an der Kasse. 10, sagt Theo. 2,60 €, sagt die Frau. Opa schiebt Theo durch das Absperrgitter. Der Junge ist durchsichtig, sagt er und zwinkert der Frau zu. Durchsichtig? Wer? Fragt sie und schaut Opa an, als ob er Hasenohren hätte. Na, dieser Balder, sagt Opa und setzt sein charmantestes Lächeln auf. Welcher Balder? Fragt die Frau und streckt Opa die Eintrittskarten hin. Den gibt's gar nicht, sagt Opa und zwinkert wieder. 2,60 €, sagt die Frau. Brauche ich gar nicht. Der große Bruder ist doch nur für den Kleinen sichtbar, sagt Opa und tippt sich an die Stirn. Die Frau an der Kasse sieht jetzt so aus, als ob sie eine Zitrone gebissen hätte. Haben Sie nun ein oder zwei Kinder dabei? Zischt sie. Ich habe nur eins dabei, seufzt Opa. Es macht richtig Spaß, mit dem Balder durchs Wasser zu toben, sagt Theo am Abend zu Papa. Papa und Mama wechseln einen schnellen Blick. Jetzt ist, sagt Mama. Nö, sagt Theo. Ja, warum denn nicht? Fragt Mama. Balder hat das Startzeichen noch nicht gegeben, antwortet Theo. Wie bitte? Mama wird langsam zu bunt. Der fliegt bald heraus, dieser Balder, schimpft sie. Und wenn Balder geht, dann gehe ich mit, ruft Theo trotzig. Mama schweigt. Halt, ruft Papa am nächsten Morgen und schiebt Theo beiseite, als er sich an den Tisch setzen will. Hier sitzt ab heute unser Balder. Theo nickt eifrig. Ja, wo ist mein Kakao? Fragt er und zeigt auf seine leere Tasse. Leider keiner mehr da. Balder hat heute Morgen einen riesigen Kakaodurst gehabt, sagt Mama. Dann muss Balder heute neuen Kakao kaufen, sagt Theo. Ich gehe ohnehin nachher mit Balder einkaufen. Er braucht ja neue Klamotten, sagt Mama. Er ist aus allem rausgewachsen. Holt mich dann heute Opa ab? Fragt Theo. Der kann nicht. Papa hebt bedauernde Schultern. Er muss Balder zum Fußball bringen. Balder spielt gar nicht Fußball, sagt Theo entrüstet. Mama und ich haben vorhin beschlossen, dass Balder Sport machen muss. Das Schwimmen hat ihm so gut getan, sagt Papa. Ja, aber der Opa, der gehört mir, sagt Theo zwischen zwei Müsli-Löffeln. Ja, und dem Balder natürlich, fügt Papa hinzu. Kommt Opa denn heute Abend noch? Fragt Theo. Ah, das würde er bestimmt gern, aber er kann nicht. Papa macht ein ganz bekümmertes Gesicht. Er geht netterweise auf die Elternversammlung von Balders Schule. Warum das denn? Fragt Theo. Ja, einer muss ja hingehen. Und Mama muss heute Abend noch arbeiten und ich hab Sport, erklärt Papa. Theo ist beleidigt. Balder geht gar nicht in die Schule, mault Theo. Aber Theodor! Natürlich geht Balder in die Schule. Das hast du doch gestern auch selbst gesagt, erinnert Papa ihn. Theo zieht eine Schnute. Komm, Balder, wir gehen. Nee, nee, sagt Papa. Du gehst in den Kindergarten und Balder in die Schule. Balder geht heute auch in den Kindergarten, beharrt Theo. Schulpflicht, sagt Mama. Papa bringt Balder heute höchstpersönlich zur Schule. Papa soll doch mit mir gehen. Ich kann leider nicht,
klärt Papa. Ich muss noch etwas mit Balders Lehrer besprechen. Schließlich geht er bald in die 6. Klasse. Balder, 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 schimpft Theo. Ihr habt ja nur noch den Balder im Kopf. Wir haben nun mal 2 Söhne, sagt Mama. Pff, schnaubt Theo. Ihr seid ja doof. Den Balder gibt's doch gar nicht. Ja, natürlich gibt's den Balder, sagt Papa. Nein, den gibt's nicht, sagt Theo. Er tippt sich auf die Stirn. Den habe ich mir da oben ausgedacht. Ach so, sagen Mama und Papa wie aus einem Mund. Genau. Und deshalb kann mich Papa in den Kindergarten bringen und Opa kann heute Abend kommen, sagt Theo. Er ist sehr erleichtert. Schnell läuft er in sein Zimmer und holt seine Kindergartentasche. Gott sei Dank, sagt Papa. Den Balder sind wir wieder los. Mama nickt. Vorläufig schon. Theo hüpft im Flur entlang. Los, Papa, komm! Und dann flüstert er leiser als das Fiepen meiner Maus. Und du, Balder, du kommst mit mir. Du bist nämlich viel zu schlau für die Schule.